man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die hier gerade was klauen. Weil echt jetzt, ich muss in der Gasse hier raus. Eins an diesem Fall arbeiten, na gut, ich muss mal schon weiter, okay. Mal echt jetzt, ich muss aus der Gasse hier raus. Tut mir leid, Junge, da musst du wohl warten. Und das hier dauert eine Weile. Fuck my life. Man kann ja sagen, was man will, aber ihr seid diejenigen, die gerade was klauen. Wenn der Eigentümer nicht will, dass das Zeug jemand nimmt, sollte er es nicht auf die Straße stellen. Ja, genau das sagen Autodiebe auch immer. Hör zu, Junge. Ich weiß nicht, wer du bist, aber ich sag dir mal was. Wir sind immer auf der Seite der Gerechtigkeit, ja? Wenn wir uns ab und zu mal was an unseren Einsatzorten ausborgen, dann doch nur, weil wir nicht so viel verdienen wie Grissom oder Horatio. Außerdem ist das nur Müll, der hier in der Seitengasse rumliegt. Wir haben nicht gerade jemanden dafür verdreschen müssen. Naja, du hast diesem Jungen eine gescheuert und ihm gesagt, er soll sich verpissen. Der wollte das Teil, das ich zuerst gefunden hatte. Ja, jedenfalls, ich glaube, das ging vielleicht einen Schritt zu weit, Partner. Seid ihr die Einzigen, die an dem Fall arbeiten? Nee, der Sarge ist bei den Ermittlungen federführend. Ja, aber der ist in die Wohnung von diesem Betrunkenen. Es sind immer die Besoffenen, die den meisten Ärger verursachen. Ja, das glaube ich auch. Na gut, dann macht mal schön weiter. Okay, aber du bleibst schön hier. Ich wusste, wir haben diesen Taser zum Anklicken. Ich beklau doch keinen Korb. Mit denen reden bringt. Okay. Hey, warum probiert ihr den Wonderbat nicht aus? Was schwebt dir vor? Weiß nicht. Kann einer von euch den Ball treffen? Ned, du hast schon seit Jahren keinen Baseballschläger mehr in der Hand gehabt. Du kommst ja nicht mal zu den Spielen gegen die Feuerwehr. Na und? Willst du sagen, dass ich's nicht mehr drauf hab? Sagen? Singen will ich's. Vierstimmig, wenn's sein muss. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Na dann lass jucken, Junge. Und Strike! Shit! Warte, muss nur erst warm werden. Klar, Mann. Holen wir uns noch einen neuen Baseball. Ich wollte gerade Baseballschläger sagen. Und nochmal. Okay, nächster Versuch. Du verschwendest deine Zeit, Junge. Halt die Klappe, Ted. Los doch, zeig, was du drauf hast. Fertig? Und Strike Nummer 2. Fuck! Verdammte Scheiße, irgendwas stimmt mit dem Schläger nicht. Ja, klar, ich dachte, liegt am Schläger. Das wäre der Wonderbat. Junge, nerv mich nicht, weil ich nämlich einen Taser hier habe und der will Action sehen. Okay, das wird nicht nötig sein. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Meinst du nicht, der Taser behindert dich beim Ausholen? Vielleicht liegt's daran. Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht, der ist schon etwas unbequem. So sieht's aus. Ich könnte ihn eine Weile halten. Okay, machen wir. Scheiß drauf. Hier ist das Teil. What? Warum? Hab dich. Was soll das Gekicher? Nicht? Mir ist gerade nur ein Witz eingefallen. Junge, du bist nicht ganz sauber. Ja, das höre ich andauernd. Versuchen wir es nochmal. Dann kriegt das Strike Nummer 3 und ist raus. Willst du es nochmal probieren? Lass stecken, Junge. Du siehst doch, dass er nichts mit dem Baseballschläger drauf hat. Halt die Schnauze, Ted. Ich war zweiter Junior State Champ. Ja, das ist aber eine Weile her. Hey, nicht schwätzen, schlagen. Leg los, bin bereit. Ach, wie ich diesen Kleinen liebe. Was hab ich gesagt? Was? Ich hab dir gerade deinen kleinen weißen Arsch versohlt. Who's your daddy? Ich wusste, dass du das drauf hast, Ned. Hab dich nur ein bisschen anheizen wollen. Ich spring nicht über eine Ab. Und danke dafür. High five. Kann ich jetzt gehen? Mit denen reden. Also, wo es jetzt doch so schön läuft. Nochmal? Junge, wir sind hier bei der Arbeit. Ja, offensichtlich. Komm schon, Ted. Der Junge will nur meine Skills nochmal sehen. Klar, ich eigentlich auch. Komm schon, Junge. Hau einen raus. Das ist es doch. So Mann, du hast eine Katze getroffen. Oder war das ein Koala? Was kann ich denn jetzt machen?
Keine Ahnung, aber ich weiß, wer mir High Five gibt. Aber klar, Bruder. Warte mal, wenn ich jetzt noch einen Baseball nehme, kann ich den irgendwie präparieren? Nee. Damit will ich nicht. Ups, nein. Das muss. In der Kugel war. Lieber nicht. Ich die nicht. Das muss nicht. Hm. Lieber nicht. Nee. Kann ich nicht irgendwas? Komm schon. Muss ich. Ich. Irgendwas muss ich dann ja machen. Bereit. Lass. Was habe ich gesagt? Ich bin der Größte! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Ich habe nur einen Versuch und warum der muss nicht sitzen. Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Nee. Kein Zweifel. Hä? Versuchen wir es nochmal? Bereit. Ich kann dann ja nicht abhauen. Was habe ich gesagt? Ich bin der Größte! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Muss ich. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Hä? Oder vielleicht muss ich warten, bis die den Handschlag machen. Und dann mit dem Taser oder so. Was habe ich gesagt? Ich bin der Größte! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Ich hab nur einen Versuch. Ich. Also, die sind schon. Hä? Bereit. Lass sie. Ich bin verwirrt. Was habe ich gesagt? Ich bin der Größte! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Kann ich... Das wäre nicht grad... Ich denke... Okay, ich bin gerade komplett verwirrt. Moment, kann ich den vielleicht? Das muss ich. Das kann ich nicht verbinden? Vergiss es. Hm. Das muss. Damit. Das muss. Ich. Das muss. Da muss. Das muss. Da. Das muss. Das. Das. Ich muss ich auch, warte mal. Die erstmal nass machen oder so. Dafür. Hä? Geht jetzt irgendwie. Nee. Wenn du. Da. Liebe. Er. Muss ich. Damit.
Hey. Mann. Bereit. Lass jucken! Was hab ich gesagt? Ich bin der Größte! Hä? Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool. Lass jucken! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, na, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Kein Zweifel. Dafür. Ich spring nicht. Hier komme ich. Warum springst du denn nicht über eine Absperrung? Das muss nicht. Ich bin gerade echt ein bisschen sehr verwirrt, Leute. Da. Da. Das muss. Lieber. Hä? Ja. Ich spring. Hä? Hä? Bereit. Lass jucken! Ich muss ja irgendwas machen, während die hier gerade, ne? Was hab ich labern, gesagt? Sonst könnte ich mich ja nicht währenddessen bewegen. Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Also, die sind schon. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Ich hab nur einen Versuch und der muss sitzen. Ja, kann er doch. Hä? Das Rohr. So stark. Muss ich. Hä? Das muss. Also jetzt mal im Ernst, Leute. Ich hab gerade alles ausprobiert. Hab ich mich gebuggt oder so? Kann jetzt nichts mehr machen? Mit denen reden. In der Kugel war mein Kopf. Gesicht. Und ein Maß. Achso, nein, das wollte ich nicht. Ups. Nur ein Base. Mit dem. Kann ich den irgendwie aufschneiden? Also so kaputt schneiden oder so? Nee, ne? Leute, ich habe echt keinen Plan, was ich machen soll. Hätte halt gedacht, irgendwie das da um den Ball wickeln oder den Ball hier in diese Kapseln packen, so. Aber das funktioniert ja nicht. Klebstoff ranmachen hat auch nicht funktioniert. Ich, hä? Bereit für... Lass jo! Was hab ich gesagt? Ich bin der Größte! Sicher bist du das, Ned. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Das muss nicht... Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Hä? Kann ich... Ich... Nee. Bereit. Lass jo. Vielleicht ja während die irgendwie einen Handschlag machen, irgendwas Bestimmtes machen oder so. Was hab ich gesagt? Ich bin der Größte! Ich weiß sicher nicht, was... Nee. Bist du das, Ned? Kein Plan. Aber lass dir das nicht zu Kopf steigen. Ich will nicht, dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Hier, jetzt. Das. Nee. Gut, Leute. Ich mach's so wie sonst auch. Ich probier offscreen weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Bart. Die Aufnahmesession. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut.
rein. Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession von Let's Play Randall's Monday. Ich habe gemerkt, ich kann nicht abspeichern, deswegen habe ich nicht offscreen weiter rumprobiert. Allerdings habe ich mir diesen Schritt jetzt in einer Komplettlösung angeguckt. Es tut mir leid, aber ja. Wisst ihr, was das Ding ist? Ich habe, wie es aussieht, den Taser immer auf Ted angewendet und nicht auf Ned. Und ich muss diesen Taser auf Ned anwenden, wie es aussieht. So, wenn die sich anfassen gerade. Ich weiß aber auch nicht, habe ich das nicht vorher gemacht oder habe ich wirklich immer auf Ted angewendet? Sicher bist du das, Ned. Ich hab nur... Aber lass dir das nicht zu Kopf. Oder habe ich das immer zu früh gemacht? Ich will nicht, gemacht. Dass du nur noch mit dem Schläger rumläufst. Warum nicht? Das ist der Wonder Batman. Das wäre vielleicht cool, irgendwelche Penner damit zu verdreschen. Bam! Na, da hast du recht. Kein Zweifel. Alter Vater, das gibt's nicht, ne? Glaub nicht, dass es eine gute Idee ist, Cops zu tasern. Aber wie komme ich hier sonst weg? Das gibt's nicht. Aber das ist nicht so. Ich hab das doch. Also jetzt mal im Ernst. Ich hab das doch gemacht, oder? Okay. Tut mir leid, dass ich deswegen in die Komplettlösung geguckt habe. Aber wie gesagt, ausprobieren konnte ich nicht. Weil ich konnte nicht saven. Und es ist ein Witz. Ja, kannst mir helfen. Ich brauche eine Milch und eine Tüte Chips. Sofort, Kumpel. Warte mal. So Zeug habe ich gar nicht, oder? Geht's dir besser? Eigentlich nicht. Im Moment weiß ich zum Beispiel gar nicht, wer ich bin. Ich betreibe so einen kleinen Laden, oder? Naja, du versuchst es jedenfalls. Schau dir doch mal dieses Foto an. Warum bist du ein Bulle? Das Zeug bei mir im Lager gehört nicht mehr. Schau dir einfach nur das scheiß Foto an, Mel. Hey, ich kenn den Typen. Endlich ein Fortschritt. Woher kennst du den? Der war wohl vor einer Weile mal hier. Ja, ganz sicher. Super. Hat er was gekauft? Hat er was gesagt? Er hat den heftigsten Revolver auf Erden gekauft. Den Magnum-Matic 9000. Und er sagte, er wollte... Er wollte Randall Hicks umnieten. Genau das war's. Und so etwas konntest du dir nicht merken? Aber... Wer ist Randall Hicks? Hat er gesagt, wo er hin wollte? Tja, vielleicht zur Wohnung von diesem Randall. Weißt du, um den umzulegen. Würde ich jetzt einfach mal raten. Das könntest du haben. Gut, dann gehen wir jetzt zur Wohnung. Das ist einfach, ne? Witz. Ein Witz ist das. Dass ich das... Oh, nee. Hallo, Randall. Ich bin's, Matt. Wie läuft's denn so bei der Zerstörung meines Lebens? Tja, ist ja auch egal. Wenn du das hier liest, bin ich schon tot. Zugegeben, wir hatten eine geile Zeit zusammen, obwohl du ein Idiot bist. Aber du warst immer mein bester Freund und wir kannten uns seit dem Sandkasten. Wir waren unzertrennlich. Dann kam Sally und es wurde sogar noch besser, bis du beschlossen hast, alles in die Scheiße zu reiten. Was zum Geier hat dich geritten, Mann? Du warst früher echt mal cool. PS? Ich hab gelogen. Bin gar nicht tot und warte mit einer Knarre auf dich auf dem Dach. Lass mich nicht zu lange warten. Ich habe hier 6 kleine Freunde, die allesamt schneller sind als du. Okay. Dann gehen wir aufs Dach. Oh, kann ich das Messer? Nein, als ob ich das Messer nicht mitnehmen kann.